Hey Leute, ich bin's wieder, euer Dominik. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier mal meine Langflossen mitgebracht und möchte euch heute einfach mal erklären, wofür setzt man denn Flossen im Training ein, was kann man damit schulen und worauf solltet ihr beim Flossenkauf eben achten. Und fangen wir jetzt einfach mal an. Also, wofür setzt man Flossen im Training ein? Da kann man jetzt ein bisschen unterteilen zwischen gerade im Anfänger- oder Nichtschwimmerbereich. Ich habe selber schon an der Uni erlebt, dass quasi eben, wenn Leute aus verschiedenen Sportarten kommen, die nichts mit dem Schwimmen zu tun haben, dann sind die oftmals im Sprunggelenk relativ unbeweglich und dabei hilft eben die Flosse einfach bei der Beinschlagschulung, bei der Bewegungsschulung, um da eben erstmal ein Gefühl zu entwickeln, wie denn die Beinschlagbewegung im Fußgelenk aussieht, wie sich das überhaupt anfühlt. Denn durch die große Fläche der Flosse wird eben der Fuß immer in die Richtung mit bewegt und so kann man eben seine Bewegung da ganz schnell verbessern, das Gefühl intensivieren und eben dann auch quasi ohne Flossen einen besseren Beinschlag entwickeln. Der zweite Effekt ist, dass eben durch diese große Fläche kann man eben eine viel größere Kraft ans Wasser übertragen mit derselben Bewegung und dadurch lassen sich natürlich leichter hohe Geschwindigkeiten erzeugen. Das ist zum einen mal eine Motivation, wenn man einfach schneller im Wasser unterwegs ist als andere. Deshalb sehe ich auch immer so im Freibad, sehe ich viele, viele Breitensportler, die generell mit Flossen schwimmen, weil sie einfach schneller sind. Klar, würde ich auch so machen. Und ihr dürftet da aber nichts vormachen. Durch diese Flossen bekommt man natürlich auch einen Kraftzuwachs in den Beinen. Und manche Leute werden dann ab und zu mal, wenn sie Flossen anhaben, werden eben durch Krämpfe oder so geplagt, gerade wenn sie eben mit den Flossen beginnen. Deshalb solltet ihr da beim Kauf auf ein paar Sachen achten. Und zwar solltet ihr immer darauf schauen, dass es eine Vollgummiflosse ist, die ist quasi weich, hier überall elastisch. Ihr kennt vielleicht die Taucherflossen, die eben überall Plastik durchgezogen haben. Das erschwert die Bewegung und verursacht eben viel leichter Krämpfe, weil es eben keine weiche, flüssige Bewegung mehr werden kann, sondern das Ganze eben von Kraft geprägt und abgehakt ist und das ist eigentlich nicht das, was man im Schwimmen erreichen will, sondern man will eine weiche, flüssige Bewegung erzeugen und das geht nur mit einer Vollgummiflosse. Und zu kaufen gibt es diese Dinger bei swimbase.de mit dem Gutschein, mit dem Rabattcode schnellerschwimmen10 bekommt ihr dann noch 10% Rabatt, das lohnt sich also für euch. Und da gibt es jetzt nicht mehr das Produkt, das ich habe, das ist schon eine ältere Flosse, ihr seht es, die hat schon einiges mitgemacht. Die ist schon über 10 Jahre alt. Das heißt, diese Dinger, die halten auch. Das hatte ich immer kompletten Sommer in der Sonne draußen von jeglichen Witterungs... also von allen Witterungen war das Ding schon ausgesetzt. Und also die Anschaffung lohnt sich. Man kann viel damit machen. Und schaut mal bei swimbase.de vorbei, gibt noch viele andere nützliche Produkte. Ich werde meine Utensilien alle nach und nach vorstellen, was ist wichtig, worauf muss ich achten. Und das war es erstmal soweit bis zu der Flosse. Demnächst wird es noch ein Video geben, Vergleich kurzer Flossen und Langflossen. Was ist eben der Unterschied? Und ja, soweit erstmal dazu. Seid fleißig. Bis zum nächsten Video und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.